Genau 2 Monate habe ich das iPhone 15 Pro Max für mich getestet, das im Alltag, und ob man sich dieses Smartphone nochmal kaufen sollte, das möchte ich heute mit dir einmal klären. Also bleib dran, mein Name ist Oliver, willkommen auf dem Smartphone-Blogger-Kanal. Damit willkommen zurück und cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, in meinen Händen halte ich, schon oft gesehen, das iPhone 15 Pro Max. Und ich habe das Ganze einem Kurz-Review gegeben, ein bisschen länger getestet. Und jetzt nach 2 Monaten habe ich das Gefühl, eigentlich angekommen zu sein. Angekommen zu sein bei einem iPhone 15 Pro Max, obwohl ich ja eigentlich nur ein Pro wollte. Da war schon das erste Irrtum. Doch über das sprechen wir jetzt gleich und was meine Erfahrung angeht. Also würde ich sagen, los geht's. 221 Gramm bei einem 6,7 Zoll großen LTPO-Display. Ach, es ist einfach schon ein Handschmeichler und das hätte ich nicht gedacht. Denn ich habe es gerade eben schon gesagt, der Umstieg vom Pro auf ein Pro Max ist ja eigentlich schon ein großer, wenn man sich mal anschaut, dass es um 0,6 Zoll größer wird. Aber im Alltag habe ich das ehrlich gesagt mittlerweile komplett gestrichen. Denn das Smartphone fühlt sich trotzdem schön elegant an und das, egal welches Case ich dabei nutze. Eines der wichtigsten Features war ja der Titanrahmen und der fällt ja quasi weg, weil ich das ja mit einem Case nutze. Habe ich das Case aber mal abgenommen, habe ich festgestellt, ich habe jetzt für mich keine Abdrücke, keine Probleme, wie sie vielleicht der ein oder andere YouTuber hat und das auch nach 2 Monaten Nutzung, denn trotzdem drückt das Case ja jeweils auf die Druckpunkte und man hat das Smartphone ja trotzdem quasi am Rahmen in der Hand. Ein weiteres Highlight an diesem iPhone sind ja eigentlich die Display-Ränder und je länger ich das iPhone nutze, umso weniger fällt es mir auf, dass sie nochmal kleiner geworden sind. Ja, wenn meine Freunde ein Vorgängermodell in der Hand haben und wir halten die Geräte gegeneinander, ja, dann fällt es auf, aber trotzdem behaupte ich, dass diese noch dünneren, aber trotzdem symmetrischen Displayränder kein großer Wurf in dem Sinne sind. Umso mehr bin ich verwundert, dass Xiaomi mit dem Xiaomi 14 nochmal dünner geworden ist und das auch hier als eines der Hauptfeatures gilt. Ich glaube, hier sind wir an einem Punkt angekommen, bei dem das relativ egal ist. Trotzdem muss man es Apple lassen, aber auch Xiaomi, dass sie diesen Weg gegangen sind. Etwas, das ich mir wirklich doch gewünscht hätte, ist nochmal mehr Helligkeit im Peak. Denn 2000 Nits sind natürlich ein guter Wert, aber gerade die Android-Konkurrenz zieht gefühlt gerade davon. Und auch hier und da habe ich mich immer wieder im Alltag dabei erwischt, dass es mir einfach nicht hell genug gewesen ist. Schade eigentlich, denn mit 3000 Nits in einer Apple Watch Ultra 2 zeigt man ja, dass man das irgendwie hinbekommt. Also gehe ich davon aus, dass wir spätestens im 16er Modell das Ganze bekommen. Der A17 Pro und dazu dann nochmal iOS 17, ja, ist eigentlich eine runde Sache, aber hier und da hatte ich immer noch Software-Bugs. Apple hat das Ganze ja schon nachgerüstet mit dem Betriebssystem, es gab schon mehrere Updates und auch das ist ja eigentlich normal. Trotzdem fällt mir immer mehr auf, dass hier und da ein Hängen mit dabei ist, dass es hier und da nicht ganz so flüssig ist. Kann vielleicht nur mein Eindruck sein und viele von euch sagen, hey, das hatte ich nicht. Wirklich, das kommt auf jeden individuell an, aber trotzdem hat es mich hier und da gestört. Denn dieses iPhone hat mich sage und schreibe 1600 Euro gekostet. Und das ist so viel, wie in etwa mein erster Kleinwagen damals gekostet hat. Also dürfte man eigentlich mehr erwarten. Denn immerhin ist mein Lupo ja schon einige Jahre damals um die Ecke gekommen. Das heutige Video wird euch präsentiert von Casetify, eurem Hersteller mit nachhaltigen Cases. Denn das Wichtigste vorweg, Casetify setzt darauf, Materialien zu recyceln und sie in ihren Hüllen nochmal zu nutzen. Heißt, ihr tut etwas für die Umwelt. Und außerdem bekommt ihr extrem coole Designs. Es gibt so viele auf der Seite. Ich habe einige für mich gefunden und bin absolut hyped, die bei meinem iPhone 15 Pro Max wieder zu nutzen. Doch es gibt ein neues Feature, denn abgesehen davon, dass ihr einen absoluten Fallschutz mittlerweile in diesen Cases drin habt, wozu es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, das Ganze auszuwählen, gibt es jetzt den Impact Ring Stand. Und der hat die Möglichkeit, dass ihr um euren Kamerabump am Case nochmal einen Ring habt. Den könnt ihr aufklappen, euer iPhone dann hinstellen und darüber Bildschirminhalte konsumieren oder einfach ganz entspannt damit dann arbeiten. Ich finde, das ist etwas richtig Cooles, denn es erweitert die Funktionen für euer iPhone und Casetify hat das Ganze elegant hier im Kamerabuckel mit untergebracht. Heißt, ihr habt ein cooles Design, ihr habt einen Fallschutz, ihr könnt die Funktion eures iPhones erweitern. Falls ihr diese Angebote nutzen möchtet, findet ihr das Ganze unten in der Videobeschreibung. Denn zurzeit gibt es einen echt interessanten Sale, bei dem ihr ordentlich sparen könnt. Also checkt jetzt diesen Rabattcode ab und schon könnt ihr absolut voll sparen. Der A17 Pro ist ja der erste Chip weltweit im 3-Nanometer-Verfahren und es gibt Momente, in denen wird das Teil dann schon recht heiß. Obwohl man das Ganze ja nochmal über ein Update irgendwie gefixt hat, trotzdem gibt es diesen Moment hin und wieder. Und das stört mich ehrlich gesagt, denn dann bleibt man lieber bei 4 Nanometern und man hat diese Probleme nicht. Naja,
Vielleicht kommt das nächste Update und behebt das Ganze. Und kommen wir dann mal zur Kamera. Und ich habe viele Aufnahmen nochmal in der Nacht gemacht, denn wir sind in der dunklen Jahreszeit angekommen, also muss die Kamera eigentlich das mittlerweile als Steckenpferd liefern. Und ich bin wirklich begeistert. Ich wohne in der Nähe von Bad Ems, einem Kurort, der schöne, ja, tolle Augenblicke es möglich macht einzufassen. Und genau das habe ich mal versucht und auch mit Videos und auch mit dem Zoom. Denn warum bin ich eigentlich vom Pro auf das Pro Max gegangen? Es war vielleicht ein Fehler, eigentlich auch irgendwie nicht. Denn es ist der fünffach optische Zoom und den kann man ja bei Tag und auch bei Nacht nutzen. Und in der Nacht finde ich, ja, da kommt er manchmal schon an seine Grenzen. Aber trotzdem bleibe ich dabei, die 48 Megapixel Kamera, die man hier hat, macht einfach tolle Aufnahmen, wobei es am Ende ja trotzdem immer die Software ist. Die größte Stärke ist und bleibt aber trotzdem der Videomodus, denn hier kommen einfach tolle Aufnahmen bei rum. Ihr wisst es, ich werde nicht müde es zu sagen, mit dem iPhone filme ich immer wieder die Produktshots auf meinem YouTube-Kanal. Und auch wenn es ja immer noch amateurhaft ist, okay, ja, das weiß ich selbst, finde ich die Aufnahmen dafür doch relativ gelungen. Und das seht ihr ja irgendwie in jedem meiner Videos, die hier auf meinem YouTube-Kanal erscheinen. Falls ihr keins davon verpassen möchtet, abonniert meinen YouTube-Kanal, setzt die Glocke, dann verpasst ihr in Zukunft nichts mehr. Der 4441 mAh große Akku ist natürlich auch ein weiteres Plus dieses Pro Max Modells, denn dadurch habt ihr natürlich viel mehr Screen-On-Time. Trotzdem habe ich auch das Gefühl, das hat ein bisschen nachgelassen, denn während ich zwischendurch noch so bei 7,5 bis hin zu 8 Stunden war, bin ich mittlerweile ein bisschen ernüchtert und komme nur noch auf 7. Vielleicht liegt es auch an meinem Nutzerverhalten, denn natürlich benötigt das Display mehr Power, wenn ich viele TikToks und Shorts anschaue, anstatt wenn ich einfach nur etwas lese. Vielleicht sollte ich weniger Kurzvideos schauen, aber es ist Jammern auf hohem Niveau, denn dadurch kann ich das Smartphone ein oder sogar 1,5 Tage nutzen und ich wette, dass einige von euch mit diesem Smartphone auch volle 2 Tage hinbekommen können. Ich glaube, ich bin dann irgendwie zu handysüchtig. Aber auch das gehört zu meinen Eindrücken nach 2 Monaten. Ein weiteres oder vielleicht eines der Kernfeatures war ja das, was mein Apple geschenkt hat. Es ist der USB-Typ-C-Anschluss. Die Standardisierung im EU-Raum war natürlich auch für Apple ein großes Problem. Man musste sich von Lightning verabschieden. Trotzdem glaube ich, war es am Ende eigentlich ganz gut für sie. Denn die Funktionen, die ich jetzt habe, sind einfach nochmal mehr geworden. Und es war relativ simpel, denn mein YouTube-Kollege Alex vom Kanal Techsam, der hat mich darauf hingewiesen, hey, schließ doch einfach mal deine externe Festplatte an. Gesagt, getan und einfach alle Fotos, die ich hatte, da drauf geschoben, fertig. Kein Umweg mehr über mein MacBook, dann auf eine externe, direkt einfach durchschieben. Wie genial ist das? Oder Aufnahmen machen und live direkt auf diese Festplatte oder auf einen externen Anschluss schieben. Wie cool ist das bitte? Oder jetzt einen Monitor anzuschließen und einfach das direkt in groß zu sehen, was ich auf meinem iPhone mache. Ja, okay, als Android-User kann ich auch sagen, ja, gab es dann irgendwie schon länger, ne? Aber es kam jetzt auch beim iPhone und das ermöglicht nochmal so viel mehr. Und es ist paradox, nur weil Apple es macht, fällt es nochmal mehr ins Auge. Ihr merkt, mein iPhone hat einfach nochmal mehr Möglichkeiten bekommen. Worüber ich auch gedacht habe oder worüber ich auch nachgedacht habe, ist das Greenwashing von Apple. Denn bis 2030 möchte man komplett nachhaltig sein, emissionsfrei, echt tolle Ziele. Und auch mit den Cases, die man jetzt anbietet, ja, möchte man keine Ledercases, kein Kunststoff mehr, alles recycelt, finde ich ganz gut, aber so das groß an die Glocke zu hängen, ich weiß nicht, da arbeite ich immer noch mit mir, vielleicht brauche ich auch da euer Feedback. Ihr merkt, auf der einen Seite bin ich wirklich begeistert von diesem iPhone, was mir so viele Möglichkeiten gibt, kreativ zu sein, diese Denkprozesse zu unterstützen. Auf der anderen Seite weiß ich ganz genau, dass ein Smartphone für die Hälfte auch eigentlich reichen würde. Und es ist eine Art Luxusproblem, die man beim Kauf bei einem iPhone 15 Pro Max hat. Würde ich es wieder tun? Ja, echt ja. Ist es aber auch irgendwie rausgeworfenes Geld? Ja, denn wenn man ehrlich zu sich ist, reicht auch ein älteres iPhone, ein iPhone 13, aber ich meine, man möchte das Neueste und Beste haben. Das waren meine Eindrücke zum iPhone 15 Pro Max nach genau 2 Monaten. Habt ihr weitere Fragen? Möchtet ihr etwas wissen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wie immer sage ich vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst. Euer Smartphone-Blogger.